Hello, my name is Felicitas Teen and I'm here in Salzburg to find out why this little chocolate ball is named after a world-famous composer. Here in Salzburg City Center, Mozartkugeln can be found on every street corner in a variety of sizes and colors. But do the locals know what the chocolates have to do with Mozart? Gute Frage eigentlich. Bilder von Mozart sind drauf. Ein junger Mann, der voll mit Tönen war. Wolfgang Amadeus Mozart is one of the world's greatest classical music composers. Born in 1756, he only lived to be 35. Yet during his short life, he composed over 600 works. He is still revered today in his birthplace, Salzburg. And Mozartkugeln serve as a kind of culinary memorial. There are around a dozen different varieties. But there's only one that is the original Mozartkugel. Hallo, herzlich willkommen bei uns. Hier erfahre ich heute das Geheimnis hinter der originalen Salzburger Mozartkugel. Ja, ganz genau, die wurde hier bei uns im Haus 1890 erfunden. Doris Fürst and her husband Martin are the fifth generation to run this cafe and pastry shop. It was opened by Paul Fürst over 130 years ago. Es gibt ja jetzt in der Stadt ganz viele verschiedene Mozartkugeln. Worin unterscheidet sich denn eure Mozartkugel von all den anderen? Also die Mozartkugel aus dem Hause Fürst wird nach wie vor nach dem Originalrezept erzeugt. Und zwar in Handarbeit, genauso wie Paul Fürst es damals gemacht hat. Das meiste, was man sonst bekommt, ist industriell gefertigt. In 1905, Fürst Creation won a gold medal at an exhibition in Paris. Naming it the Mozartkugel was a good choice. Mitte des 19. Jahrhunderts hat in Salzburg ein Mozart-Tourismus eingesetzt. Man hat damals verschiedenartigste Mozart-Produkte schon entwickelt. Es hat ein Mozart-Brot gegeben, einen Mozart-Wein. Die Mozart-Statue am Mozart-Platz wurde enthüllt und man hat erkannt, Mozart, der Name zieht. Bei unserer Mozartkugel ist der Nougat-Anteil sehr hoch. Dadurch ist sie auch nicht so süß, weil die Süße eigentlich eher vom Marzipan kommt. Das Marzipan wird hergestellt aus Mandeln. Dieses helle Marzipan wird eben mit einem Pistazienmark dann verfeinert und wir haben im Kern der Mozartkugel das grüne Marzipan. Okay. Hm. Ein bisschen lieblicher und ja, schmeckt ein bisschen edler. Mhm. A green center surrounded by nougat and chocolate. Back then, its perfectly round shape was unique. To make them, the nougat balls are put on sticks and dipped in chocolate, as confectioner David Lampert explains. Okay, David, du erklärst mir jetzt, wie ich meine eigenen Mozartkugeln glasiere. Also, zuerst werden die Kugeln auf einem Stäbchen aufgespießt. Schaffe ich. Zuerst gut durchrühren und beim Raufstecken in die Gabel ziehe ich das Stäbchen ein bisschen nach oben, damit das wackelt, damit die Kugel abtropfen kann, weil sonst bilden sich Tropfen nachher, die runterrinnen. Das ist nicht schön. Bisschen wackeln, weil ich kann ja auch so wackeln. Hauptsache es wackelt am Ende. Oh, jetzt sind sie aber also so rund, du, da kann ich mich drin spiegeln. The Fürsts make some 3.5 million Mozartkugeln every year. You can recognize the original balls by the little hole left behind by the stick after the chocolate dries. It's closed with a squirt of chocolate. Even the blue and silver foil with Mozart's face on it hasn't changed in over 130 years. Wir machen den Punkt lieber nach hinten, nicht, dass der Mozart so eine dicke Nase bekommt, ne? Meine erste fertige Mozartkugel! Super! Ehrfürchtig bin ich. Paul Fürst never patented his invention. That is why there are so many imitations today. To understand the hype, I need to find out more about Mozart the composer.
Mozart was born in this house. Today it's a museum where I meet exhibition guide Maria Erker. Hello. Guten Morgen. Mozart came from a family of musicians. He made his stage debut at the tender age of 5. He died almost a century before the first Mozartkugel was made. Könnte man sich vorstellen, dass Mozart Mozartkugeln gemocht hätte? Ich denke schon, weil er Süßes gerne hatte. Die Mozarts waren ja eine Bürgerfamilie, das heißt, die haben sehr viel schon gekannt, was wir kennen. Also die haben Orangen gekannt, Melonen, Schokolade. Wir wissen, der Mozart hat sehr gerne Mandelmilch getrunken. Das ist Milch mit zerstoßenen Mandeln und Zucker. Mhm. Das ist sehr süß und schmeckt auch ein bisschen Richtung Mozartkugel. Also ein bisschen wie Marzipan. Ein bisschen in die Richtung, ja. Sie haben mir ja versprochen, dass es auch noch ein bisschen Mozart-Musik heute geben wird. Genau. Ich habe im ersten Stock das sogenannte Ambientezimmer vorbereitet. Mhm. Da wartet schon der Herr Sertic auf uns. Gehen wir, oder? Gehen wir. Darf ich mich dazu setzen? Ja, sehr gerne. Ich spiele das Butterbrot. Und Butterbrot werden Sie sehen, warum es so heißt. With the music still ringing in my ears, I take a trip around the old town. And round off my day in Salzburg with a Mozartkugel Sunday. Chocolate and music. It doesn't get any better than that.